Man kann es schon von oben sehen. Dem Nationalpark Hainich in Thüringen geht es schlecht. Fichten und Buchen braun vertrocknet. Am Boden macht sich Nationalparkleiter Manfred Großmann ein Bild. Der Baum ist am Absterben. Das sieht man dann daran, oder er ist eigentlich schon abgestorben, dass die Rinde sich ablöst. Das heißt, der wird nicht mehr austreiben. Auffällig, in diesem Waldstück liegt der ganze Boden voller Bucheckern. Und das ist offensichtlich auch so ein Alarmzeichen, wo man merkt, den Bäumen geht's schlecht und sie stecken ihre letzte Energie noch in die Nachkommenschaft. Das heißt, sie wollen sich vermehren und produzieren entsprechend viele Früchte. Der Nationalpark Hainich ist das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Sein Ziel ist vor allem der Schutz des Buchenwaldes. Deshalb ist er Teil des Weltnaturerbes. Doch zurzeit leidet etwa jeder zehnte Baum hier unter Trockenschäden. Bisher ging es bei den Trockenschäden im Wald vor allem um die Fichte, zum Teil auch Kiefer. Auch hier in diesem Bereich, wo sie angepflanzt sind, wo sie von Natur aus gar nicht vorkommen. Die Buche ist aber die Baumart, die in Deutschland die dominante Baumart von Natur aus wäre, würde zwei Drittel Deutschlands bedecken. Man sagt ja auch so schön, die ist die Mutter des Waldes. Und wenn es jetzt der Buche auf einmal schlecht geht, das sollte für uns ein ganz großes Alarmzeichen sein. Rund 200 Kilometer entfernt sieht von oben eigentlich alles ganz gut aus. Der Wörlitzer Park bei Dessau, UNESCO-Welterbe, sattes Grün. Am Boden dagegen machen sich die Folgen der Trockenheit bemerkbar, denn der Pegel am Wörlitzer See sinkt. Zu wenig Wasser von oben und ein zurzeit niedriger Grundwasserspiegel, das macht auch den hunderte Jahre alten Bäumen des Parks zu schaffen. Für die Stiftung, die den Park betreibt, ist klar, es muss etwas passieren, um das Gartenreich langfristig zu sichern. Wir sind jetzt seit 2018 wirklich erstmals in der Situation, dass wir parallel zu den Strategien, wie bekommen wir Wasser weg und wie schützen wir uns vor Wasser im Fall des Hochwassers, tatsächlich planen müssen, wie halten wir Wasser in den Flächen, in den Gräben, in den Kanälen. Zurück im Nationalpark Hainich. Manfred Großmann arbeitet hier seit 20 Jahren und forscht zur Situation des Waldes. Für ihn ist klar, die Lage heute ist dramatischer als beim Waldsterben in den 80er Jahren. In den 80er Jahren war es dann relativ schnell klar, um was geht es und was kann man dagegen machen. Es wurden ja viele Milliarden investiert, um dann Rauchgasentschwefelungen bei den Kraftwerken zu machen, um die Katalysatoren bei den Autos bindend vorzuschreiben. Und heute letztendlich der Klimawandel, die Auswirkungen hier, die sind, speisen sich aus vielen Quellen und sind letztendlich Ausfluss unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Für den Wald direkt könne man nichts tun, dafür aber gegen den Klimawandel, so Manfred Großmann. Der Blick auf den Wald von oben. Zurzeit ist es ein besorgter Blick. Ja, und über das Waldsterben spreche ich jetzt mit Nicola Ude vom Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Im Beitrag haben wir gerade gehört, für den Wald direkt können wir nichts mehr tun. Ist die Situation wirklich so dramatisch? Die Situation ist sehr dramatisch, weil das, was wir jetzt bereits an Klimakrise und Erderwärmung haben, geht auf die Emissionen von vorher zurück. Und es ist steht zu erwarten, dass wenn wir jetzt nicht aktiv wirksame Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen, dass die Erderhitzung sich noch weiter verstärken wird. Deshalb ist die Situation bereits jetzt sehr dramatisch, aber sie wird sich noch verschärfen, wenn wir jetzt nicht Maßnahmen ergreifen. Warum sind Wälder für uns überhaupt so wichtig? Wälder sind für unseren Planeten die Lunge. Wälder stellen uns Luft, also frische Luft zur Verfügung, Sauerstoff. Sie geben uns Trinkwasser. Sie sind auch Heimat von Tieren, Pflanzen und der biologischen Vielfalt, die normalerweise in Wäldern vorkommt. Und das ist eben auch in Deutschland der Fall. Deutschland ist normalerweise das Land der Rotbuchenwälder, die wir hier in Europa zu schützen hätten. Ihr Verband der BUND spricht jetzt von einem Waldsterben 2.0. Was genau ist damit gemeint? Die Wälder leiden unter dem Trockenstress. Sie leiden vor allen Dingen unter dem Trockenstress auch des letzten Jahres. Und die Dürre des letzten Jahres hat sich eben dieses Jahr fortgesetzt. Wir bräuchten enorme Niederschlagsmengen, um jetzt das fehlende Wasser vom letzten Jahr auszugleichen. Dazu kommt die enorme Hitze. Und diese langen Trockenperioden und die enorme Hitze plus häufige und sehr starke Sturmereignisse sind eben etwas, was durch die Klimakrise verursacht ist. Skeptiker würden jetzt sagen, es gibt halt mal ein paar Jahre, die sind wärmer, ein paar Jahre, die sind kühler. Das gleicht sich schon irgendwie aus. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für das Waldsterben?
Die Gründe für das Waldsterben sind eben dieser Trockenstress, der auch die Anfälligkeit der Bäume befördert. Dadurch kommt es zur Massenvermehrung von Borkenkäfern und Nonnenfaltern und anderen Insekten, die den Wäldern viel leichter zusetzen können, als wenn die Wälder einfach genügend Wasser haben und nicht so gestresst sind. Wie müsste denn der Wald in der Zukunft aussehen? Welche Baumarten haben bei dem ja immer stärker werdenden Wetter extrem überhaupt noch eine Chance zu bestehen? Was wir bräuchten, ist dringend ein Waldumbau von den Nadelforsten, die wir sehr, sehr viel noch in Deutschland haben. Das sind Monokulturen aus gepflanzten Fichten und Kiefern. Diese gilt es dringendst umzubauen. Hier muss auch die Bundesregierung und müssen die Länder sich stärker engagieren. Aber auch die jetzt schon bestehenden Laubmischwälder haben große Probleme. Und hier gilt es, diese Wälder schonender zu behandeln, weniger Holz einzuschlagen, mehr Holz im Wald zu belassen, damit das Kronendach besser geschlossen bleibt, damit die Wälder besser die Feuchtigkeit halten können, damit die Sonne nicht so stark in die Wälder reingeht und der Hitzestress den Wäldern nicht so stark zusetzt. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir die Baumartenvielfalt, die wir natürlicherweise in Deutschland bei den Laubbäumen haben, zulassen und weiter fördern. Die Bäume, die ganz gut oder eher mit Hitzestress und Trockenheit klarkommen, sind zum Beispiel die Eiche und eben auch die Hainbuche und die Linde. Und hier müssen wir schauen, dass wir diese Baumarten wieder verstärkt fördern. Lässt sich das dann alles so einfach umsetzen? Denn Wälder sind ja auch oft im Privatbesitz und das lässt sich vielleicht gar nicht so leicht regulieren. Ein großer Teil der Wälder ist tatsächlich im staatlichen Besitz, also im Bundesbesitz und vor allen Dingen im Besitz der der Bundesländer. Aber es stimmt, also viele Wälder sind eben auch im Besitz von Kommunen bzw. eben in Privatwaldbesitz. Und gerade eben die Privatwaldbesitzerinnen und Besitzer und die Kommunen brauchen hier finanzielle Unterstützung. Und zwar reden wir hier über größere Summen und da muss sich tatsächlich die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern engagieren. Jetzt bin ich kein Waldbesitzer, aber vielleicht kann ich ja auch was tun. Was wäre das? Sie können eine ganze Menge tun. Sie können zum einen selber darüber nachdenken, wie Sie dazu beitragen können, die Erde weniger zu erhitzen. Also wie Sie in Ihrem täglichen Lebensstil weniger Strom verbrauchen, weniger Energie verbrauchen, weniger Heizenergie. Im Moment ist es eher die Energie vielleicht auch für die Klimaanlagen. Können Sie vielleicht häufiger mit der Bahn fahren, anstatt das Auto zu benutzen oder das Flugzeug, vielleicht auch mal öfter aufs Fahrrad steigen oder zu Fuß gehen. Sie können Ihren ökologischen Fußabdruck verringern, weniger Fleisch essen, weniger Ressourcen verbrauchen, also einfach weg von immer neue Produkte kaufen, und zu versuchen, auf langlebige Produkte zu setzen. Das alles trägt dazu bei, Ihren eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck zu verringern und damit selber als Person weniger zur Klimaerwärmung beizutragen. Ganz wichtig ist es aber, damit jeder Einzelne und jede Einzelne dies auch gut tun kann und damit es auch sozial und umweltverträglich möglich ist, das Klima zu schützen, dass die Politik die entsprechenden Weichenstellungen stellt. Und hier ist es dringend erforderlich, dass das Klimakabinett, was sich im September wieder trifft, endlich wirksame Maßnahmen beschließt, um die Pariser Beschlüsse umzusetzen, damit wir tatsächlich das Ziel noch erreichen können, 1,5 Grad Erwärmung und nicht mehr. Und hier ist es das Wichtigste, gehen Sie wählen. Und wenn Sie wählen gehen, schauen Sie, dass Sie eine Partei wählen, welche sich für den Klimaschutz einsetzt. Und Sie können natürlich auch auf die Straße gehen und auf der Straße lautstark für den Klimaschutz demonstrieren. Vielen Dank, Nicola Ude vom BUND. Danke nach Berlin. Bitte sehr.